Meinen richtigen Namen sage ich nicht. Er ist zu dumm. Oder doch? Elfriede. Frieda. Frieda ist die Höhe. Mein Bruder heißt Willi Gunther. Er ist 15 Jahre alt. Ich bin 12. Wir leben mit meiner Großmutter in Schneidemühl, Provinz Posen. Meine Mutter hat eine Musikschule in Berlin. Die Meisterschule für Bühne und Konzert. Sie besucht uns oft. Das sind große Festtage. Heute ist der 1. August 1914. Es ist sehr heiß. Die Roggenernte hat am 25. Juli angefangen. Der Roggen ist fast weiß. Ab heute befindet sich Deutschland im Krieg. Meine Mutter hat mir geraten, über den Krieg ein Tagebuch zu schreiben. Sie meint, es würde mir im Alter interessant sein. Das ist wahr. Wenn ich 50 oder 60 Jahre alt bin, wird es mir merkwürdig vorkommen, was ich als Kind geschrieben habe. Und doch wird es richtig sein, denn in einem Tagebuch darf man nicht lügen. So beginnt das Kriegstagebuch von Yomi Hali. Hä, ich denke, das Mädchen, das da schreibt, heißt Elfriede. Frieda, nein, sie sagt doch, sie heißt Piete. Ist doch egal. Auf jeden Fall beginnen so ihre Aufzeichnungen vom ersten bis zum letzten Tag des Ersten Weltkriegs. Erster Weltkrieg? Das ist doch mal wieder verdammt lange her. Ja, schon. Dieses Jahr, am 1. August, jährt sich der Ausbruch des Krieges zum 100. Mal. Yomi Hali, Elfriede. Frieda. Piete. Piete! Piete ist beim Ausbruch des Krieges 12 Jahre alt. 1. August 1914. Die Serben haben angefangen. Sie haben am 28. Juni den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie erschossen. Das Thronfolgerpaar reiste durch die Stadt Sarajevo. Es fuhr in einem Auto und als es im schönsten Fahren und Winken war, wurde es aus dem Hinterhalt erschossen. Niemand weiß, wer das getan hat. Alle Menschen sagen, Serbien wolle den Krieg, um seine Unabhängigkeit zu wahren. Und Russland werde ihm beistehen. Österreich-Ungarn, Deutschland, Serbien, Russland und Frankreich haben mobilisiert. Wir haben keine Ahnung, wie der Krieg sein wird. In der Stadt sind alle Häuser beflaggt, als feierten wir ein Fest. Die Fahnen sind schwarz-weiß-rot. Das Kriegsjahr 1914! Super! In Schneidemühl. 2. August! Ich ärgerte mich sehr, weil ich erst 12 Jahre alt und kein Mann bin. Was nützt es, ein Kind zu sein, wenn Krieg ist? Ein Kind ist im Krieg gar nichts wert. Man muss Soldat sein. Die meisten Männer melden sich freiwillig. 3. August! In der Schule sagen die Lehrer, wir hätten die vaterländische Pflicht, nicht mehr fremde Worte zu gebrauchen. Ich habe zuerst nicht gewusst, was sie damit meinten. Jetzt ist mir klar. Man darf nicht mehr Adieu sagen, weil das Französisch ist. Mama muss ich von nun an Mutter nennen. Aber Mutter ist nicht zärtlich genug. Ich will Muttchen sagen. Wir haben eine kleine Blechkasse gekauft, in die wir jedes Mal 5 Pfennige legen wollen, wenn wir uns versprochen haben. Der Inhalt der Kriegssparkasse wird zum Einkauf von Strickwolle verwendet. Wir müssen jetzt Wollsachen für die Soldaten stricken. 4. August! Heute wird es sicher wieder interessant, sagte ich, als ich aufstand und mich anzog. Fremdwort, schrie Willi, es heißt fesselt. Schön, dann wird es eben ein fesselnder Tag. Von nun an haben wir eine Westfront und eine Ostfront. Jetzt wissen wir auch endlich, wer das österreichische Thronfolgerpaar ermordet hat. Es war ein serbischer Student namens Prinzip. Alle sagen, er sei ein Verbrecher, der genötigt werden sollte. Ich denke dauernd darüber nach, warum er das getan hat. Auf dem Zeitungsbild sah sein Gesicht schön und entsetzt aus. War er vielleicht verrückt? Nachts im Bett. Ich muss weiterschreiben. In Schneidemühl liegt das 149. Infanterieregiment. Es soll an die Westfront geschickt werden. Abends hörten wir das dumpfe Geräusch von Trommeln und Pauken. Unser Regiment marschierte die Straße zum Bahnhof hinunter. Alle Soldaten trugen um Hals und Brust lange Gewinde aus Sommerblumen. Selbst in den Gewehrläufen steckten Sträuße aus Astern, Levkojen und Rosen.
als wollten sie den Feind mit Blumen beschießen. Die Gesichter der Soldaten waren ernst. Ich hatte gedacht, sie würden lachen und jubeln. Nun spielte die Regimentsmusik. Deutschland! Deutschland über alles! Ich wusste, das ist das Ende. Jetzt reisen sie ab. Ein Trompetensignal ertönte. Die Soldaten stürzten sich auf den Zug. Es gab ein großes Durcheinander, ein Schieben, Schimpfen, Scherzen und Kommandieren. Ein baumlanger Soldat schritt an mir vorbei. Ich streckte die Hand über den Zaun und murmelte. Leb wohl! Ich konnte bloß murmeln. Er lächelte mir zu und ergriff meine Hand. Wiedersehen, Mädel! Ich sah ihm nach, wie er hinter den Kameraden durch die Tür eines Güterwagens kletterte. Er wandte sich noch einmal nach mir um. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Das Hurrarufen schwoll zu einem Brausen an. Die Gesichter der Soldaten drängten sich in die offenen Türen. Blumen flogen durch die Luft. Und auf einmal fingen viele Menschen auf dem Platz an zu weinen. Die Soldaten begannen jetzt ein Lied zu singen. Ich verstand nur ein paar Zeilen. Die Vöglein im Walde? Die sangen so wunderschön. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte losgeheult. Ich ging auf Umwegen heim. Die Hand, die mir der Soldat gedrückt hatte, trug ich vorsichtig vor mir her. Als ich unsere schlecht beleuchtete Treppe hinaufging, betrachtete ich ihre Innenfläche. Dann küsste ich sie, ganz schnell. Blödsinnig, was? 5. August! Großmutter soll die Aufsicht über die Rotkreuzstation auf dem Schneidebühler Bahnhof übertragen werden. Unsere Wohnung in der alten Bahnhofstraße gleicht einem Warenhaus. Alle Augenblicke klingelt es und es kommen Boten wie Wäschekörbe voller Semmeln, Würsten, Kaffeebohnen, Kuchen, Wein, Fruchtsaft und Obst anschleppen, die für die durchreisenden Soldaten bestimmt sind. Wir haben die Liebesgaben zu ordnen und zum Bahnhof zu bringen. In meinem Leben habe ich noch nicht so viele Würste auf einem Haufen gesehen. 6. August! Immerzu passieren Truppentransporte den Bahnhof. Sie kommen in endlosen Zügen. Wir zählten einmal 50 Waggons an einem einzigen Güterzug. Die Soldaten und Reservisten singen und lachen. Sie fahren unter Hurrarufen ein und unter Hurrarufen wieder ab. Die Damen vom Roten Kreuz verteilen Kaffee, Limonade und belegte Brote an die Soldaten. Wenn ein Zug den Bahnhof verlassen hat, sind die Körbe leer. Die Eisenbahnwagen sind mit Laub benagelt. Die Wände sind mit Kreidezeichnungen und Sprüchen bedeckt. Auf einem Wagen stand: Nach Sibirien! Und? Nikolaus, Nikolaus, wir reißen dir die Haare aus! Noch eine andere Inschrift fällt mir ein. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos und Serbien muss sterben. Ich möchte mit. Ich will nicht zurückbleiben und ein Kind sein. Wir tun die Soldaten und die Pferde so leid. 7. August. Abends rief ein Mensch auf der Straße ganz laut. Lüttich ist gefallen. Wir gingen auf die Straße. Es herrschte großer Jubel in der Stadt. Die Menschen tanzten auf den Bürgersteigen. Es wurde gesungen und gepfiffen. Mitten in der Freude packte mich ein schrecklicher Schmerz. 8. August. In der Schule fand eine Gedenkfeier wegen Lüttich statt. Wir mussten uns in der Aula versammeln. Dann hielt der Direktor eine Rede. Dann durften wir die Mappen packen und nach Hause gehen. Sieg frei! Das war also die erste Woche des Ersten Weltkriegs in Schneidemühl. Doch die Begeisterung hält bei Fliege nicht lange an. Schon am 20. August schreibt sie in ihr Tagebuch: Die Zeitungsblätter, auf denen die Namen der toten Soldaten stehen, heißen Verlustlisten. Oben ist ein schwarzes, eisernes Kreuz gedruckt. Darunter steht: Es fielen auf dem Felde der Ehre. Dann folgen die Charge, der Name des Toten, der Truppenteil, die Schlacht und das Datum seines Todes. Nach den Gefallenen werden die Verwundeten aufgeführt. Und wieder nach diesen die Vermissten. Über den Vermissten steht: Vermisst gemeldet. Jeder Soldat trägt eine Erkennungsmarke. In der Soldatensprache heißt sie der Totenschein. Die Sanitäter, die das Schlachtfeld nach den Toten absuchen, stellen die Namen der Gefallenen nach den Erkennungsmarken fest. Wir fürchten uns, so oft wir eine Verlustliste sehen. Immer denken wir, unter den Gefallenen Söhne, Brüder oder Männer von Bekannten zu finden. Der Krieg sollte lieber zu Ende sein. Im ersten Kriegsjahr schreibt Pete fast jeden Tag. Am 28. August zum Beispiel:
immer zu Siege. Der Kaiser hat befohlen, dass nach so vielen Siegen die Schule ausfallen soll. Als ich im Flur die Mappe auf den Rücken schnallte, fing neben mir meine Mitschülerin Sibylla Löwenthal an zu weinen. Ich fragte, warum sie weine. Sie sagte, dass ein Junge auf der Straße immer Jutsche hinter ihr herrief und dass sie vor ihm Angst habe. In diesem Augenblick rief ein Mädchen aus der offenen Klassentür: Piete, hilf mir mal. Ich bat Sibylla zu warten und lief in die Klasse zurück. Das Mädchen flüsterte: Du gehst doch nicht mit Billa. Warum denn nicht? Fragte ich. Aber das darfst du nicht mehr. Das haben doch alles die Juden gemacht. Ich war neugierig, was die Juden gemacht hätten. Meine Klassenkameradin sagte: Na, den Krieg. Die Juden wollen bloß verdienen. Darum haben sie den Krieg gemacht. Ich war völlig platt und fragte: Wer sagt das? Meine Freundin antwortete: Das wisse heute jeder Mensch. Darum dürfe kein deutsches Mädel mit einem Juden verkehren oder in einem jüdischen Geschäft einkaufen. Sie erzählte noch, dass nach neuesten Zeitungsberichten die 9 reichsten Juden der Welt in Polen zusammengekommen seien und den Kriegsplan ausgeheckt hätten. Dann ist alles gelogen von der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und so? Fragte ich starr vor Staunen. Aber nein, das haben die Juden doch so eingefädelt. Du bist ja verrückt, schrie ich, wo doch der Student Prinzip auf das Thronfolgerpaar geschossen hat. Und überhaupt, was hat denn Sibylla damit zu tun? Ich war wütend und lief zu Sibylla zurück. Und so vergehen die Tage. 1. September. Die Schlacht gegen die Russen bei Tannenberg ist gewonnen. In der Stadt herrscht Siegestrubel. Die Menschen spazieren dicht wie Fliegen in den Straßen, lachen, beglückwünschen sich und singen die Nationalhymne mit. 2 Schritte weiter begegnen wir Fräulein Ella Gumprecht. So eine Freudenbotschaft, schrie sie. Die Russen stecken alle in den Sümpfen. Kaum war Fräulein Gumprecht weg, fragte ich Willi: Stecken die Russen wirklich in den Sümpfen? Hilft ihnen keiner raus? Müssen sie ertrinken? Willi sagte: Wie stellst du dir das vor? Raushelfen. Man würde doch auf uns schießen, wenn wir außer Deckung gingen. Heute ist der Krieg einen Monat alt. Die sterbenden russischen Soldaten in den masurischen Sümpfen lassen Piete nicht los. Am 4. September hilft sie ihrer Großmutter wieder auf dem Bahnhof und berichtet Folgendes. Aus einem der Lazarettzüge stürzte gestern Abend aus vollem Hals schreiend ein Soldat. Er rannte vor der Rotkreuzbude auf und ab, raufte sich das Haar, schlug mit der Stirn mindestens 10-mal gegen einen eisernen Laternenpfahl und brüllte: Ich hab sie schreien hören, mir kann keiner was erzählen. Ich hab sie schreien hören, hab sie schreien hören. Dann schrie er selber mit weit offenem Mund, bis ein paar Sanitäter gelaufen kamen und die Arme auf dem Rücken festhielten. Das Gesicht hatte er sich am Laternenpfahl ganz zerschlagen. Es rieselte Blut von seiner Stirn. Wir kamen auch gelaufen und Großmutter fragte entsetzt: Was hat er denn, der Junge? Er war bei den Kämpfen in Masuren dabei, sagte ein Sanitäter. Da hat er einen Klaps gekriegt, sonst fehlt ihm nichts. Großmutter ging auf den blutenden Soldaten zu und streichelte ganz einfach seine Backe. Der Soldat rief: Muttchen, ich hab sie doch schreien hören. Großmutter sagte: Nein, mein Junge, du träumst. Kind, komm mal wieder zu dir, ich geb dir Kaffee. Und er trank einen ganzen Topf Kaffee aus, den Großmutter ihm an den Mund hielt. Und als man ihn endlich fortgebracht hatte, sagte ich zu Großmutter: Sie schreien ja doch, Großmutterchen. Siehst du, sie schreien in den Sümpfen, der Soldat lügt nicht. Aber Großmutter wurde plötzlich böse und sagte, ich solle nicht immer bei den Soldaten rumkriechen, sondern mich nach Hause scheren und gefälligst Schulaufgaben machen. Da wurde ich auch böse, riss die Kaffeeschürze ab und machte Kehrt, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Am 15. September passiert das, was Piete schon lange befürchtet hat. Sie schreit: Als wir Abendbrot gegessen hatten, klingelte es und draußen stand weinend Frau Regierungsrat Schön. Sie konnte gar nicht sprechen, sondern weinte nur laut, bis wir erfuhren, dass ihr jüngster Sohn, der als Oberleutnant im Felde stand, bei Tannenberg gefallen ist. Großmutter und Frau Schön weinten lange zusammen. Und am 16. September? Heute Morgen war ein Brief von Muttchen da. Dank, Pietchen, für die ersten Tagebuchseiten. Warst du aber fleißig. Das gibt ja beinahe schon ein Buch. Aber du solltest den Krieg noch heldnischer sehen, nicht so sehr von unten. Das trübt den Blick für die Größe des Geschehens. Lass dich nicht beeinflussen von deiner weiblichen Sentimentalität. Unsere Feinde wollen unser Land und unsere Ehre. Und unsere Männer verteidigen beides. Auch mein Lieblingsschüler
Siegfried Dahlke starb einen Heldentod. Vergiss das nie. Ich will es ja gar nicht vergessen. Ich war ja auch nicht deshalb, weil unsere Soldaten den Heldentod gestorben sind. Denn der Heldentod ist etwas Großes. Ich weine bloß, weil sie gestorben sind. Einfach gestorben. Kein Morgen, kein Abend mehr. Tod. Bitte, bitte, Muttchen, sei mir nicht böse. Der Krieg inspiriert Pete und ihre Freunde zu neuen Spielen. Am 25. September schreibt sie... Wir spielen jetzt auf neue Weise Soldaten. Ich habe mir ein kleines, gelbes Buch gekauft, das das ganze Exerzierreglement für Offiziere der Infanterie enthält. Alle Kommandos und sogar kleine Abbildungen von den Griffen, mit denen die Infanteristen Gewehre, Bajonette und so weiter kloppen müssen. Jetzt üben wir in jeder freien Minute nach dem Exerzierreglement. Genau die Griffe. Sie klappen so gut, dass es über den ganzen Hof schallt. Es exerziert auch alle Körperübungen. Stillgestanden! Rührt euch! Heling! Sprung auf! Marsch, marsch! Als ich die Kinder fragte, wer Leutnant sein sollte, brüllten alle: Du! Der Krieg schreitet fort. Pete schreibt immer noch fast jeden Tag. So zum Beispiel am 3. Oktober. Großmutter ist nach Halle gefahren, um von Onkel Bruno Abschied zu nehmen, der in den nächsten Tagen als Vizewachtmeister der berittenen Artillerie ins Feld rückte. Ob Weihnachten, wir alle zuerst glaubten, der Krieg ist aus, Willi sagt, dass er es bezweifle. Am 4. Oktober. Die Russen sind nach blutigem Kampf bei Solwalki geschlagen worden. Am 2. November. Weihnachten ist auf keinen Fall Frieden. Und dann ist Weihnachten und kein Frieden in sich. 24. Dezember. Wir bescherten um 6 Uhr. Es duftete angenehm nach Karpfen in Bier- und Pfefferkuchensoße. Unsere Bescherung war nur sehr klein. Es ist der Krieg. Gleich darauf haben wir Karpfen gegessen. Dann traten wir zur Soldatenweihnachtsfeier auf dem Bahnhof an. Unser ausrangierter 4. Klasse-Wagen stand fein geschmückt, wie ein Lebkuchenhäuschen auf dem Bahnsteig. Innen strahlte Licht. Auf einer langen Tafel, weiß abgedeckt und ganz mit Weihnachtspaketen belegt, stand der kleine Christbaum. An der Wand hing ein großes Kaiserbild, das mit einem Kranz von Tannenzweigen umgeben war. Nun zündete Großmutter die Lichter am Weihnachtsbaum an. Nach der Bescherung tranken alle guten Bohnenkaffee und aßen Berge von Kuchen und belegten Broten. Wer Lust hatte, trank einen Schnaps dazu. Heute gab es alles reichlich. Großmutterchen verbringt die Nacht auf dem Bahnhof, um allen durchreisenden Soldaten immer von neuem den Weihnachtsbaum anzuzünden. Bitte, bitte, mach Schluss, lieber Gott. Mach Schluss mit dem Krieg. Am letzten Tag des Ersten Weltkrieges wird Pete noch mit etwas anderem konfrontiert. Sie schreibt: Silvestertag. Muttchen las heute meine Kriegstagebuchblätter. Dabei spricht sie von Karl Liebknecht und einer Frau namens Rosa Luxemburg. Die beiden hatten gegen die Kriegskredite gestimmt, als der Krieg ausbrach. Sie wollten, dass Deutschland neutral bleiben sollte. Das sind die Verräter, die Deutschland in den Rücken fallen, sagte Muttchen. Außerdem findet sie, dass mein Tagebuch nicht so sei, wie sie es sich gewünscht habe. Ich war sehr traurig und fragte, ob es denn schlecht sei. Muttchen antwortete, dass sie es nicht schlecht finde. Und dann sagte sie etwas Furchtbares. Man könnte denken, dass du auch ein bisschen eine rote Ader hast. Mir wurde ganz heiß. Ich konnte nichts sagen. Dann fragte ich, ob sie dasselbe denke wie bei Karl Liebknecht und dieser Frau Rosa Luxemburg. Muttchen warf den Kopf zurück, machte ein strenges Gesicht und sagte in die Luft hinein, ja. Da ging ich weg, schloss mich ins Klosett ein und heulte eine Ewigkeit. Anders schreiben kann ich nicht. Nein, ich kann nicht, hörst du, Muttchen. Ich will auch nicht. So ist das Leben hier bei uns. Und wenn ich es anders beschreiben soll, müsste ich lügen. Lieber schreibe ich überhaupt nicht mehr. Das Kriegsjahr 1915!
1. Januar. Wenn ich doch wüsste, was ich mit dem Tagebuch machen soll. Vorläufig kritzel ich mal weiter. Peter kritzelte weiter, wenn auch nicht mehr ganz so fleißig wie zu Beginn des Krieges. Nun fängt wieder die Reichswollwoche an. Da müssen wir alte Röcke, Hosen, Decken, Hemden, Wollsachen, Mäntel und so weiter an die Heeresverwaltung abliefern. Es ist eine Art Wettkampf zwischen den Klassen, wessen Sammelkörbe am meisten gefüllt sind. Februar. Großmutter, sagte ich. Auf der Straße sagt einer zum anderen, weißt du, wie in der ersten Kriegszeit. Jeder Tritt ein Brit, jeder Klaps ein Japs, jeder Stoß ein Franzos und Serbien muss sterben. Muss sterben, schrie Willi vergnügt. Es stirbt so allmählich ab, ja. Kinder, hört mit dem Unsinn auf, rief Großmutter. Es sind alles Menschen. Man soll damit nicht spotten. Bringt mir lieber eure Teller. Kartoffelpuffer muss man heiß aus der Pfanne essen. Dann schmecken sie am besten. Das fanden wir auch. An den Teig wurde eine Zwiebel gerieben. Hurra! März. In der Schule ist eine neue Sammlung angesagt. Diesmal geht es wieder um Kupfer, außerdem um Zinn, Blei, Zink, Messing und Alteisen. Daraus sollen Gewehrläufe, Kanonen und Patronenhülsen gemacht werden. Unter den Klassen entsteht ein rasendes Wettsammeln. Ich habe zu Hause das Unterste zu Oberst und das Oberste zu Unterst gekehrt. Großmutter schlug die Hände zusammen und rief, die Jöre macht mich noch bankrott. Verschenk doch lieber deine alten Bleisoldaten, anstatt mir die letzten 7 Sachen zu rauben. So muss meine kleine Armee in den Tod. Die Helden in ihren hübschen blauen Uniformen schmolzen den Tod fürs Vaterland. Schrecklich. Am liebsten hätte ich geheult. Stattdessen lachte ich mit meinem Bruder. Mai. Die Soldaten tragen jetzt bei den Kämpfen sogenannte Gasmasken. Das sind rüsselförmige, hässliche, grau-grüne Masken mit großen Glasfenstern für die Augen und Sauerstoffzufuhr für die Atmung. Wenn an der Front Giftalarm gegeben wird, reißen die Soldaten die Masken vom Gürtel und stülpen sie sich über das Gesicht. Aber die Warnung kommt oft zu spät. Das Gas ist schon durch die Gräben geschlichen und tötet die Soldaten. Giftgas wird bereits hüben und drüben verwendet. Die Soldaten fürchten den Gaskrieg fast mehr als Schrapnells, Granaten, Maschinengewehre und Dummgeschosse. Statt dass es um Frieden geht, wird der Krieg immer schlimmer. Kein Ende ist abzusehen. Juli. Die Brote sehen anders aus als im Frieden. Gab's früher Weißbrot aus Weizenmehl? So gibt's jetzt Kriegsbrot aus Roggenmehl und Kartoffeln. Das Brot ist mit einem großen K bezeichnet. Kriegsbrot, Kartoffelbrot. August. Vor einem Jahr hat der Krieg begonnen. Oktober. Die Herbstferien haben begonnen. Die großen Schüler sind jetzt wieder bei Bauern auf den Gütern eingesetzt, um die Ernte einbringen zu helfen. Auf dem Bahnhof warteten heute viele Kriegsgefangene. Engländer und Franzosen. Ich weiß nicht, wo man sie hinbringt. Vielleicht müssen sie auch auf den großen Feldern helfen. Dezember. Ich habe lange nichts mehr geschrieben. Weihnachten. Heiligabend. Ach, unser heiliger Abend. Nur Willi und ich waren in der Kirche. Großmutter bereitete das Festessen. Das war diesmal keine Weihnachtsgans. Auch kein Karpfen in Pfefferkuchensoße mit Rosinen und Mandeln. Es war auch kein gespickter Hase, sondern man bloß ein falscher. Doch, als wir noch gar nicht gegessen hatten, klingelte es. Und wer kam in die Stube? Mitten in den Lichterglanz vom Weihnachtsbaum. Onkel Bruno, Großmutters Sohn, Wachtmeister der Artillerie zu Pferde und Leutnant in Spee. Er hatte Weihnachtsurlaub. Na, sowas von Staun. Nun sind alle schlafen gegangen. Ich denke an die 100.000 verschneiten Schützengräben und Unterstände und an den heiligen Abend aller Soldaten. Ich bin traurig und glücklich zugleich. Ich könnte heulen. Bloß nicht jetzt vom Bahnhof das Lied. In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Bloß das nicht. Onkel Brunos Kriegsausrüstung interessiert mich sehr. Er hat braune, hohe Kamaschen und feste Schuhe. Ein gewichstes Koppel mit feldgrauer Schnalle. Helm, Feldmütze und Ersatzschaftstiefel, die ganz abgetragen sind. Ich stieg in die Stiefel hinein und humpelte damit in der Stube herum.
Die sind aber schwer, sagte ich. Darum will ich sie auch hier lassen, entgegnete Onkel Bruno. Ich brauche sie nicht mehr. Mir kam ein Gedanke, aber er war so verwegen, dass ich ihn zuerst nicht auszusprechen wagte. Endlich bat ich Onkel, mir die alten Kriegsstiefel zu schenken. Du kannst sie doch gar nicht tragen, sagte Onkel lächelnd. Doch, erklärte ich. Wenn ich die Schule hinter mir habe, will ich Tänzerin werden. Dann will ich einen Tanz tanzen, der tote Soldat heißt. Da will ich auf der Bühne diese Stiefel tragen. Onkel war so erstaunt, dass er den Kopf schüttelte. Was du für Ideen hast, Kind, meinte er. In den schweren Stiefeln könntest du doch gar nicht tanzen. Du kannst doch nicht einen toten Soldaten tanzen. Ich setzte mich mit gekreuzten Stiefelbeinen vor Onkel hin. Es soll ein Soldat sein, der aus dem Heldengrab aufsteht, sagte ich, weil er für einen neuen Krieg das Angriffssignal hört. Weißt du, Willis Freund Androwski sagt, dass die Soldaten immer kämpfen werden, wenn der Befehl für einen neuen Krieg gegeben wird. Allerdings, bestätigte Onkel und sagte, Kriege werde es immer geben. Das sei ein Naturgesetz. Sonst würde die Welt zuletzt an Übervölkerung zugrunde gehen. Dann sind Kriege zum Sterben da? Fragte ich entsetzt. Sind Kriege zum Sterben da? Was denkst du denn darüber? Na, und du? Das ist das Kriegsjahr 1916. Gehen weiter, wenn auch nicht mehr täglich. Am 25. April wird sie 14 Jahre alt. An diesem Tag schreibt sie Folgendes. Nie kann ich genau unterscheiden, was in diesem Krieg Recht und was Unrecht ist. Ich schreie Hurra über unsere Siege und bin außer mir, weil es Tote und Verwundete gibt. Gestern hörte ich, dass es ganz im Wald versteckt ein Lazarett geben soll, in dem Soldaten mit weggeschossenen Gesichtern leben. Sie sollen so furchtbar aussehen, dass normale Menschen sie nicht ansehen können. Sowas bringt mich zur Verzweiflung. Und am 20. Juni, während wir siegen und siegen, wollen die deutschen Sozialdemokraten, dass mit dem Krieg sofort Schluss gemacht wird. Karl Liebknecht hat während der 1. Maifeier auf dem Potsdamer Platz in Berlin gerufen, nieder mit dem Krieg. Er ist zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Darauf ist es in vielen deutschen Städten zu Demonstrationen gekommen. Für Liebknecht Frieden und Brot. Am 18. Juli. In unseren Papierwarenhandlungen gibt es Postkarten zu kaufen, auf denen die Fotografien unserer berühmtesten Fliegerhelden sind. Immer, wenn ich 20 Pfennig gespart habe, kaufe ich mir eine Fliegerpostkarte. Ich will ein ganzes Album von ihnen annehmen. Das wird später mal interessant. Entschuldigung, fesselnd. Neben vielen Fotos habe ich schon ein Sterbekreuz machen müssen. Am 10. Oktober. Wenn wir bloß ein bisschen mehr zu essen hätten. Aber Brot und Mehl sind so knapp. Und mit den anderen Lebensmitteln sieht es auch nicht besser aus. Neulich roch es wunderbar im Haus, als wir von der Schule heimkamen. Großmutter trug mit geheimnisvoller Miene einen geschmorten Vogel auf den Tisch. Dazu Pellkartoffeln. Ich schrie, Großmutter, eine Taube! Taubenbraten hatten wir seit Jahren nicht mehr gegessen. Nun esst erstmal, sagte Großmutter und tat immer noch geheimnisvoll. Sie zerschnitt den Vogel und legte jedem von uns ein kleines Stück auf den Teller. Es schmeckte wunderbar. Wir glaubten, nie etwas Besseres gegessen zu haben. Großmutter lächelte, als wir alles aufgegessen hatten und sagte, ratet mal, was ihr gegessen habt. Ein Rebhuhn, rief Willi. Ein Täubchen, sagte ich. Eine Krähe, sagte Großmutter. Ein Bauer aus Kolmar hat sie mir verkauft. Und so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Krähe gegessen. Am 15. und 16. Oktober. Onkel Bruno ist da. Er hat 3 Tage Urlaub bekommen. Er hat in seinem Gepäck einen flachen, blaugrauen Stahlhelm mitgebracht, den er auf dem Schlachtfeld gefunden hat. Es ist ein belgischer Stahlhelm. Das Innenleder ist blutverkrustet. Ebenso das leerne Sturmband. Es ist steif und hart. Ich nahm den Stahlhelm vorsichtig in die Hände. Als ich den Helm in näher betrachtete, sah ich, dass an die Nickwand ein Name eingeritzt war. Der Name lautete von Gladecke, Cäsar. Ein Flamme also.
dieser Mensch lebt jetzt nicht mehr. Ich hielt seinen Helm in der Hand. Ein deutsches Mädchen, eine von denen, die ihn getötet haben. Ich stelle mir seine Mutter vor. Ich habe an Madame von Glabecke einen Brief auf Französisch geschrieben und ihr mitgeteilt, dass ich den Helm ihres Sohnes besitze und dass mir das Ganze so leid tut. Ich habe den Brief an das französische Rote Kreuz in Paris adressiert. Ich denke an den Glasperlenkranz, der am Holzkreuz eines toten Franzosen auf dem Schneidemüller Gefangenenfriedhof hing und auf dem stand: A toi mes pensées et mes larmes, tout le jour. Das ist schon ein starkes Stück, dass ein deutsches Schulmädchen um einen gefallenen Franzosen weint. Am 2. November. Die Soldaten auf dem Bahnhof sagen, dass unser wunderbarer Kaiser Frieden machen will. Seit Jahren redet man von Frieden, doch ist er nie gekommen. Wir essen immer weiter Kohlrüben, stehen nach einem Brot Schlange und schmieren Mehlpampe mit Mostrich oder Majoran auf die Stullen. In der Schule schlafen wir manchmal vor Erschöpfung ein. Die Lehrer haben uns schon erlaubt, die Arme auf die Bank und den Kopf auf die Arme zu legen und eine Stunde zu schlafen. Am 20. November. Muttchen und Großmuttchen schreiben sich viele Briefe, weil sie Angst haben, dass Willi nächstes Jahr eingezogen wird. Ein paar Schüler aus seiner Klasse sind schon eingerückt. Muttchen will versuchen, Willi in Berlin die Fähnrichschule besuchen zu lassen. Willi würde ziemlich lange in der Fähnrichschule lernen müssen, sodass er wahrscheinlich nicht mehr an die Front müsste. Pite wünscht sich sehnlichst, dass der Krieg aufhört. Sie möchte nicht mehr tatenlos sein. Am 1. Dezember schreibt sie: Lieber Gott, ich richte eine Ansprache an dich. Wenn ich den Krieg aufhalten könnte, würde ich gern sterben. Ich lese eben ein Buch. Pass mal auf. Wenn der Held, also der Leutnant, am Schluss des Buches sterben muss, dann will ich glauben, dass das dein Zeichen ist. Dann ist dir mein Opfer angenehm. Am 3. Dezember hat Pite das Buch beendet und der Held ist gestorben. Sie wertet das als Zeichen von Gott, dass ihr eigenes Sterben das Sterben an den Fronten beenden wird. Wenn ein Kind, das bin ich doch noch, nicht wahr, lieber Gott, sich zum Opfer bringt, dann kannst du den Krieg doch nicht weiter zulassen. Dann musst du alle Soldaten, die jetzt noch gesund sind und eine Zukunft haben, leben lassen. Es ist mir ernst, lieber Gott. Dir auch? Ich werde mich jetzt waschen, mich auf mein Bett legen und den Gaskronleuchter aufdrehen. Er hat 4 Flammen. Da wird es schnell gehen. Willi ist zu Androwski und Andreas Zorn gegangen. Großmutchen ist zum Kaffeekränzchen bei Frau Leonard eingeladen und kommt vor 3 Stunden nicht zurück. Hier ist alles ganz still. Halte mir Wort, lieber Gott. Ich halte ja auch mein Wort. Das ist ein Gelübde. Gott. Pite macht ernst. Doch zum Glück kommt ihre Großmutter viel früher als erwartet von ihrem Kaffeekränzchen zurück, sodass Pites Selbstmordversuch unentdeckt bleibt. Weihnachten 1916. Wir haben eine winzige Kiefer gekauft und mit all unserem alten Weihnachtsschmuck behängt. An der Spitze steckt unsere einzige Kerze. Kriegsweihnachten. Zum 3. Mal. Muttchen findet, dass ich dünn wie eine Zaunlatte geworden bin. Aber wer ist in diesem Krieg nicht dünn geworden? Wir stehen Schlange nach einem Brot. Achtung! Neuer! Ich schreibe feierlich hin. 1917. Muttchen fürchtet nun wirklich, dass Willi zu den Soldaten wird. Willi soll so bald wie möglich nach Berlin, ehe ihn der Einberufungsbefehl erreicht. Er soll in der Kadettenanstalt zum Offizier ausgebildet werden. Ich staune, dass Muttchen ihren jüngsten Sohn vom Kriegsdienst freihalten will. Sie war doch immer deutschnational und begeistert von unserem Kaiserhaus und den vielen Siegen. Januar. Man muss vor den Läden eine Ewigkeit warten, bis man drankommt. Februar. Die russischen Arbeiter und Bauern haben die Peter-Pauls-Festung in Petersburg erobert und den Justizpalast in Brand gesprengt. Großmutter erzählte, dass viele Soldaten Hurra geschrien und auf dem Bahnsteig Kosakentänze getanzt hätten. März. Russland hat kein Zarenhaus mehr. Am 2. März hat Zar Nikolaus die Krone niedergelegt, wie es in der Zeitung heißt. Es ist eine sogenannte provisorische Regierung gebildet worden.
Ich fragte Willis Freund Hans Androwski, was jetzt mit der Zahnfamilie geschehen werde. Androwski sah mich durch seine runden Brillengläser ganz ruhig an und sagte, sie wird erschossen. Mein Herz begann wie verrückt zu klopfen. Ich quetschte hervor, sie sollen die am Krieg Schulze nicht erschießen. Das ist auch sowas wie eine Kriegshandlung. Erschießen. Ostern. Die Wohnung ist leer. Ich habe Willi zur Bahn gebracht. April. Am 6. April hat Amerika Deutschland den Krieg erklärt. Auch das noch. Ich bin heute 15 Jahre alt geworden. Am 20. Juni. Ein Gespenst in grauen Lumpen ist dieser Krieg. Ein Totenschädel, aus dem Maden kriechen. Schon viele Monate lang toben neue, schwere Kämpfe im Westen. Alle Erde ist ein Trümmerfeld. Alles ist Blut und Schlamm. Ein großes Sterben. Am 17. Juli. Heute sind Muttchen und Willi aus Berlin zurückgekommen. Beide sehen jämmerlich blass und mager aus. Sie müssen in Berlin noch weniger zu essen gehabt haben als wir. Willi erzählte von der Fahnenjunkerschule. Später sagt er heimlich zu mir, Mensch, bin ich froh, dass ich da weg bin. Für die war ich bloß so ein Schuhputzer. Ich bin empört. Mein Bruder! Arschbande! Entschuldigung. Am 1. August, dem dritten Jahrestag des Krieges, schreibt Pete. Muttchen fragte, was macht das Tagebuch? Ich sagte, dass ich die wichtigsten Punkte festhielte, aber nicht viel Freude am Schreiben hätte. Halte durch, sagt Muttchen streng. Und am 3. August? Die Russen machen Deutschland schwer zu schaffen. Deutsche Matrosen haben revoltiert. Die Meuterei ist aber unterdrückt worden. Wer hätte das einmal gedacht? Dass deutsche Matrosen meutern. Die Flotte, der Stolz unseres Kaisers. Am 20. August. Heute kam ich vom Spaziergang zurück. Es dämmerte schon. Ich ging die Treppe rauf, öffnete die Korridortür und schlich auf Zehenspitzen in die Küche, um heimlich was zu essen zu klauen. Da sah ich eine alte Frau auf der Kohlenkiste sitzen und weinen. Sie saß so zusammengekrümmt, den Kopf auf die Knie gebeugt, die Hände vors Gesicht geschlagen. Ihr dünnes, weißes Haar war zu einem armseligen Knoten zusammengedreht. Und sie sah so hoffnungslos, so entsetzlich traurig aus. Ich erkannte die Frau auf dem Kohlenkasten erst nicht. Plötzlich sah ich, dass es Großmutter war. Ich war vor Schreck wie gelähmt. Das werde ich nie vergessen, wie Großmutter auf der Kohlenkiste sitzt und weint. Großmutter, ich hab dich so lieb, nun muss ich auch weinen. Am 10. September. Wir denken kaum noch an den Krieg. Ich schreibe ja auch bloß nach Kriegsberichte, weil ich es mal vor 100 Jahren Muttchen versprochen habe. In der Schule wird auch nicht mehr vom Krieg gesprochen. Höchstens, wenn mal wieder ein Bekannter oder Verwandter gefallen ist. Siegfried hat es schon lange nicht mehr gegeben. Am 8. November. Revolution! Revolution! Lenin hat in Russland Revolution gemacht. Weihnachten 1917. Ich darf mitten in den schon begonnenen Winterkurs von Herrn Kanzler Kleinschmidt einspringen und Tanzstunden nehmen. Großmutter hat bereits alles geordnet. Ich habe mich so gefreut. Ich möchte nämlich wieder nicht Sängerin, sondern Tänzerin werden, erklärte ich. Ich denke, du willst einmal meine Gesangsschule weiterführen, sagte Muttchen. Denke mal nach. Habe ich dich jemals mit Grazie das Tanzbein schwingen sehen? Nee, antwortete ich perplex und alle lachten. Kriegsjahr 1918. Wenn Peter gewusst hätte, dass es in diesem Jahr Frieden geben würde? Wahrscheinlich hätte sie es nicht geglaubt. 15. Januar. Der amerikanische Präsident Wilson hat dem amerikanischen Senat ein Friedensprogramm mit 14 Punkten unterbreitet. Deutschland soll zum Frieden gezwungen werden und alle Macht abgeben. 1. Februar. Willi hat den Stellungsbefehl bekommen. Lass dich bloß nicht zu den Fußlatschern abschieben, riet Androwski. Das allerbeste, Schreibstube, wirklich Schreibstube. Erzähl denen mal, dass du eine fabelhafte Handschrift hast. Erzähl denen mal, äffte Willi nach. Hast du eine Ahnung? Da geht alles ruckzuck. Eigene Meinung gibt's nicht. Preußischer Kommis. Jetzt steck ich drin in der Scheiße. Lass das mal Onkel Bruno hören.
oder Muttchen, sagte ich. Bei denen ist deutschnational immer noch Trumpf. Und wenn du Hurra fürs Vaterland fällst, krepierst du für sie als Held. Was sind denn das für Neutöne? Spottete Androwski. Schreiben Sie die Kriegsgeschichte auf einmal andersrum? Ich wurde wieder mal rot und rief, dass heute jeder Mensch von Verstand wisse, was es mit der Kriegsbegeisterung auf sich gehabt habe. Ich will, dass kein Soldat mehr fällt. Wozu denn, für was und für wen? Millionen Tote für nix und wieder nix. Androwski meinte, die Millionen hätten dadurch immerhin die Revolution vorbereitet. Durch den Tod? Brüllte ich. Wenn das der Preis ist, will ich nicht meine Revolution. Sondern, fragte Androwski, warum sollen für eine Revolution Millionen Gefallene nötig sein? Kann man sie denn nicht mit dem Verstand machen? Rief ich empört. Das wäre allerdings die Patentlösung, erklärte Androwski. Ich hatte keine Ahnung, ob er das spöttisch oder ehrlich meinte. Ich glaube, er meinte es ehrlich. Aber nun ist es zu spät. Man muss nur aufpassen, dass es später nie wieder einen Krieg gibt. Wir dürfen nicht mehr auf den Schwindel reinfallen, den uns die Alten vorgezaubert haben. Wir waren ja noch Kinder und Schüler und alle in der Schule, der Direktor und die Lehrer voran, haben Hurra geschrien. Unsere Eltern und Verwandte sind arm geworden, weil sie alles Geld und Schmuck und Wertsachen für die Kriegsanleihen gegeben haben. 15. März. Überall Streiks gegen den Krieg. Am 3. März ist es zwischen Russland und uns zum Frieden von Brest-Litowsk gekommen. Der Bolschewistenführer Leo Trotzki hatte schon vor dem Friedensschluss erklärt, der Krieg sei zu Ende. 18. März. Willi muss einrücken. Er ist zu den Fliegern abkommandiert und wird zur Jagdstaffel 75 gehören. Als er mit seinem Pappkoffer abzog, war mein Herz wie ein Klumpen Lehm. Willi drehte sich auf der Straße noch einmal um. Adieu, Liebchen, sagte er. Um ihn zum Lachen zu bringen, rief ich wie in alter Zeit. Fremdwort, adieu. Ich will meinen Bruder jetzt immer Jill nennen, weil er den Namen so sehr liebt. Er will nicht mehr Wilhelm wie unser Kaiser heißen, sondern wie ein Mexikaner. In Mexiko ist jetzt Revolution. Jill ist begeistert vom Umsturz in Mexiko und hat mit Reißnägeln die Fotos aller mexikanischer Freiheitshelden über sein Bett an die Tapete gespießt. Und sowas nennt man nun deutscher Rekrut. Pfingstdienstag. Jill in der Fliegerkaserne besucht. Ich wartete eine Weile, dann kam mein Bruder. Aber wie sah er aus? War das Jill? Dieser lange, blasse Mensch in Schlotteruniform mit Harmonikahosen, plumpen Stiefeln und einem wahren Affenhelm? Und das schöne, weiche, dunkle Haar kurz geschoren. Oh Jill, mein Bruder Willi, mein Bruder, der Soldat. Zum Kotzen. Entschuldigung. 20. Juli. Am 16. und 17. Juli ist die ganze Zahnfamilie in Jekaterinburg ermordet worden. 15. August. Es geht mit Deutschland zu Ende. Auf dem Bahnhof hat ein Unteroffizier zu Muttchen gesagt, na Mutterchen, nun könnt ihr bald eure Suppenbude zumachen. Wir sind fertig, fini, pass scholl. 2. November. Die Matrosen haben am 28. Oktober in Kiel gemeutert. 4. November. Bald werde ich mein Kriegstagebuch schließen. Es wird das letzte Kriegstagebuch sein, das ich im Leben schreibe. Denn es darf nie wieder Krieg geben. Nie wieder. 8. November. Überall Revolution. Überall haben Verbrüderungen stattgefunden. Umarmungen, Küsse. Alle rufen, nie wieder Krieg! Jill stand vor der Tür. Seine Uniform stand über dem Hemd offen. Die Knöpfe waren abgerissen, sodass gleich Tuchfetzen mitgerissen waren. Die Achselstücke waren ebenfalls abgerissen. Der Kragen baumelte halb herunter. Auch hatte er weder Koppel noch Feldmütze. Mir war sofort klar, dass ich diese zerfetzte Uniform für meinen Tanz vom toten Soldaten brauchte. Genau diese Uniform. Damit war das wichtigste Tanzkostüm fertig. Stahlhelm, Soldatenstiefel, Waffenrock. Ich fing gleich an, Jill die Uniform auszuziehen. Aber er hielt sie krampfhaft fest. Ich musste sie um jeden Preis haben, ehe Jill sie einem idiotischen Zeugmeister ablieferte. Was war denn noch an ihr noch dran? Sie war ja sowieso nichts mehr wert. Mir aber war sie wert. Sehr wert sogar. Sie
Sie tat mir außerdem so entsetzlich leid. Au, schrie Jill, das Biest hat mich gebissen. Ich hatte die Uniform endlich erobert und hielt sie bitterlich schluchzend mit beiden Armen an mich gepresst. Die arme, arme deutsche Felduniform. Ich lief aus der Stube und warf mich mit ihr in die Küche, auf die Erde und über den Kartoffelkorb. Großmutter kam vom Bahnhofsdienst und war zu Tode erschreckt, als sie mich laut heulen hörte. Aber was konnte ich ihr schon erklären? 12. November. Es ist soweit. Die deutschen Truppen befinden sich auf dem Rückzug. 13. November. Arbeit und Soldaten! Unsichtbar waren die vier Pflichtjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. 14. November. Der Krieg ist zu Ende. Jetzt sollten alle Glocken läuten. Der Krieg ist also endlich aus. Als er begann, haben alle gedacht, dass er nicht länger als 5 Monate dauern würde. Aber er dauerte über 5 lange Jahre. Wisst ihr, was Piete nach dem Krieg gemacht hat? Nach dem Krieg begann Yomi Hali ihre Ausbildung in klassischem Tanz. Sie ging auf Tourneen, trat in Varietés und im Zirkus auf. Zwischen 1928 und 1933 trat sie als Solotänzerin mit eigenen sozialkritischen pantomimischen Tanzgeschichten auf. Sie trugen Titel wie Die Verfolgung der Juden, Vision eines Krieges oder Die Blume im Hinterhof. Von 1931 bis 1933 ist sie Mitglied der Roten Gewerkschaftsopposition und der Roten Hilfe. Sie lehnt das Angebot der Nazis ab, als Nationaltänzerin weiterzutanzen. 1933 emigriert sie mit ihrem Ehemann in die Schweiz. Gleich nach Ende der Nazi-Diktatur ging sie nach Frankfurt am Main. Sie war Mitbegründerin der SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Ab 1949 lebte Yomi Hali als freie Autorin wieder in der Schweiz. Hören wir nun noch Pietes letzten Eintrag in ihr Kriegstagebuch. November. Piete geht mit ihrer Freundin Grete zum Gefangenenfriedhof, um einen Kranz auf dem Grab eines französischen Kriegsgefangenen niederzulegen, das sie schon früher, wie auch andere Gräber, gepflegt hat. Als wir den Zaun erreichten, staunten wir. So viele Kreuze. Lange waren wir nicht mehr hier gewesen. Und nun war der Gefangenenfriedhof auf einmal so groß geworden. Riesig. So viele Tote. Eigentlich war es schon dunkel. Aber ich konnte immer noch die Namen der Toten lesen. Nicht nur russische, wie am Anfang des Krieges. Allmählich wurde mir Angst, dass ich das Grab nicht mehr finden würde. Und da stand ich. Direkt davor. Ich versuchte das Kreuz etwas vom Schnee zu säubern. Nun kamen ein paar blasse Perlen zum Vorschein. Sicher waren die meisten längst abgefallen. Dann scharte ich mit den Händen den dürren Glasperlenkranz frei. Jetzt war das alte Emailleschild wieder sauber. A toi, mes pensées, an dich meine Gedanken, les mes larmes und meine Tränen, tous les jours, alle Tage.